Dann stürzen wir uns ins Vergnügen und machen wir die Guanajuato-Expedition. Solo. Viel Spaß. Avatare werden synchronisiert, na wunderbar. Bin sehr gespannt. Rami, nicht schlecht. Ich will bei meinen alten Compadres einen guten Eindruck machen. Was wäre da besser, als auf dem Heimweg ein Horizon Superstar abzuhängen? Oh doch, das ist es schon. Aber nett heißt nicht einfach. Elie. Wer zuerst in der Basilika ist? Aha. Vamos, ab dafür! Gibt's also eine Straßenszene oder sowas? Vielleicht. Ich war ein Knirps, als ich mit Mami und meinen Tios fahren gelernt habe. Kam nicht mal an die Pedale ran. Aber man sagt, der gefürchtetste Street Racer von ganz Mexiko kommt aus Guanajuato. Ja, Guanajuato. Sagt man das? Pues sí. Es heißt, er hat noch nie ein Rennen verloren. Vielleicht tritt er ja mal bei Horizon an. Hat dieser gefürchtete Street Racer einen Namen? Oh, viele Namen. Man nennt ihn El Jefe, El Perron, El Guapo, El Valiente. Vielleicht triffst du ihn eines Tages. Aber dazu musst du erst mal mich schlagen. Da muss man mal vorbeilassen, ne? Schlage dich. Was hat er jetzt für einen Trump hier? Warte, bis du die Stadt in der Nacht siehst. Das ist doch gut gemacht mit Bremsen, ha? Bienvenido a Guanajuato, Heimat der Familie Miron, beste Stadt in Mexiko. Der Name bedeutet Froschhügel. Klingt nicht sehr nach Street Racing. Dann hast du doch nicht gesehen, wie ein Frosch richtig Gas gibt, Superstar. Seit wann ist hier ein Café? Los, abbiegen! Sorry, Leute. Schon okay, die Tunnel wurden als Schutz vor Überschwemmungen gebaut. Aber sie sind perfekt für El Jefe und die Straßenszene der Stadt. Oh, und pass auf den Verkehr auf. Die Straßen sind recht belebt. Ja, aber gut, dass du mir warmst, ne? Das macht den Spaß erst aus. Hab ich gehört. Na, was ist denn? Sorry, Leute. Aber so geht's. Das kann ich nämlich dann genau knicken und das will ich nicht. Semi vergönnt, oder? Das ist mein. Fast geschafft. Die Basilika ist gleich um die Ecke. Könnte ich helfe uns doch sehen. Oh, glaub mir, das kann er. Jetzt fahr über die Ziellinie. Jetzt fahr über die Ziellinie. Ah, jetzt geh weiter. Oh, ein Nissan GT, ja. La Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Sag ich einmal. Racer kommen her, um sich ihren Segen zu erbitten. Weißt du, eventuell könnte ich El Jefe kontaktieren. Er soll ziemlich wählerisch sein. Aber wenn er denkt, du bist gut genug für die Straßenszene, besteht eventuell die Chance. Ich weiß, dass du es bist. Lüfte das Geheimnis. Está bueno pues. Dann bist du dabei. Los, wir treffen meine Compadres. Tja, du kennst jetzt mein dunkles Geheimnis, also kann ich dir noch was zeigen. Folge mir! Wo wollen wir jetzt hin? Raus aus der Stadt, zu unserem Renntreffpunkt. Weiß deine Familie von El Jefe? Soll das ein Witz sein? Mein Vater würde ausrasten und mein Onkel Carlos würde mich vor jedem Familienessen zu einem Rennen herausfordern. Tja, du kannst die Straßenszene nicht mehr geheim halten. So, du musst diesen Fahrern halt zeigen, wie die Sache läuft. War noch nie bei einem Festival. Sie lernen bestimmt schnell. Lektion Nummer 1. Gib den Leuten, was sie wollen. Und was wollen die Leute? Jemand, der gern die Auslegung der Regel strapaziert.
bin gerade ein bisschen irritiert, weil er mich nicht schalten lässt. Das mag ich gar nicht, und Automatik. Wir haben Gesellschaft. Darf ich vorstellen? Meine Compadres. Am Anfang waren wir bloß ein paar Kids, die in alten Bochos rumgeheizt sind. Seither sind die Fahrer, die Motoren, die Partys, alle etwas gewachsen. Übrigens, sorry wegen der Heimlichtuerei. Es war nett, meine Heimat mal als ich selbst zu besuchen. War lustig. Danke, dass du mir deine Stadt gezeigt hast, Rami. Neue Probleme. Willkommen bei der Horizon-Straßenszene. Geil, das ist meins. Das taugt mir. Die Horizon-Straßenszene. Ich bin nicht so der Querfeldein-Junkie. Ich mach lieber sowas. Norden Skyline. Willkommen bei der Horizon-Straßenszene. Ganz offiziell und startbereit. Sieh nur. Ich habe in ganz Mexiko Straßenrennen organisiert. Kein Druck, aber viele Leute wollen sich mit dir messen. Genau, die haben wir gemacht. So was schon. Die werden wir uns holen, oder? Wenn wir gleich mal, und dann als nächstes holen wir uns da. So, da holen wir uns das zuerst. Das dürfen wir. So, da. Ja. Nimm. In der Horizon-Straßenszene wimmelt es von Fahrern, obwohl sie kaum noch zum Untergrund zählt. Aber sagt ihnen das auf keinen Fall. Es ist wichtig für ihr Ego. Hey, Commander. Sorry, dich kurz vorm Einzug in die Ruhmeshalle zu stören, aber was sagst du zum nächsten Abenteuer? Ja, das ist immer gut, zum Rasen geboren. Hoho. Hätte ich denn zum Beispiel meinen Verein? Well. Ich glaube, Jay will dir nur sein neues Auto zeigen. Obwohl auch ein paar unbekannte Anrufer nach ihm gefragt haben. Ach, was hat er diesmal angestellt? Keine Ahnung, aber zuerst hat es mich dann nicht die ganze Zeit bevormunden und irgendwas. Machen wir das, was ich möchte. Jetzt holen wir uns einmal den Scheunenfund. Also suchen wir mal die Scheune. Und dann werden wir da wieder ein bisschen. Ja, der pickt schon ein bisschen anders auf der Straße, ne? Echt angefahren, dadurch bin ich ausgerutscht. Kann man dann auch gleich was und das werden wir dann gleich im Anschluss holen. Aber zuerst kommt der Scheunenfund dran. Ich fahre da meistens irgendwo am Rand. So, da was losgeht, sperren wir uns natürlich ein bisschen seitwärts und jetzt geht's dahin. Jetzt haben wir ja da die Drohne und mit der Drohne werden wir das jetzt mal abfliegen. Ein Tick von mir ist, ich mache das meistens im Uhrzeigersinn. Fliege am Rand durch, schaue in die Mitte. Ja. Und jetzt war das schon hier die Drohne, ne? Klang hat man schon die Plastikteile einsammeln. Hier.
Das ist sie nicht. Das ist was anderes. Was? Rennen sie gleich weg, weil sie nervös werden. Ja? So. Da das ja ziemliche Laser sind, kann natürlich sein, dass das da richtig versteckt ist, das Hauserl. Das machen sie sehr gern. Deswegen fliegen wir das da jetzt ein bisschen so sichermäßig ab. Müssen wir uns alles genau anschauen jetzt. Das ist einmal gar nicht. Ah ja. Ja, das wird wieder geil ausschaut, oder? Wieder das Licht reinkommt. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen eine Sucherei, bis wir das haben. Das ist sowas wie ein Pfad. Nein, schon glaubt. Ich hab's genau auf der Kante versteckt. Leider nicht. Hätte das erkennen. Wieder nichts. Das ist gar nichts. Das ist ein. Was ist das? Also ein Baucontainer. Traktor! Also ich habe es noch nicht erspäht, keine Ahnung, oder? Immer außerdem außerhalb vom Kreis, gell? Da hat man halt schauen, wo man hinfliegt. Da Straße rein, jetzt da hin. Da ist ein Häusle, da schauen wir gleich hin. Geile Lichtung, oder? Die steppert da neben jetzt ein bisschen. Dampfig wahrscheinlich. So, das ist nichts, da ist ein Silo dabei. Irgendwo muss es sein. Wo ist sie, die Scheune? Nein, da ist sie. Ah, da könnte sie sein, da sind ein paar Häuschen. Aber da ist er wahrscheinlich genau das Fleiß nicht, ne? Da muss ich vorher die, oh, ich hab's gefunden und da war. Leider nein, meine lieben Freunde, da ist sie nicht. Müsste es nur ein bisschen aushalten, den Flug. Wo ist. Ah, da ist eine Straße durch, schauen wir mal. Ein Viererteil waren die ja teilweise versteckt. Das waren ja diese bogenen Wellblechschuppen. Ne? Die waren ja teilweise einfach. Also irgendwie. Genau, da ist das mit Silo. Da ist sie leider nicht.
Ja, wo ist es denn? Haben sie es aber gut gemacht mit dem Verstecken jetzt, ha? Ich meine, okay, ich bin ja ein bisschen blind. Vielleicht habe ich es einfach nur übersehen. Aber jetzt kennen wir ja die Häuser schon. Oder wir haben es da übersehen, wo es alles so extrem geblendet hat. Das kann natürlich auch sein. Aha. Da waren wir aber auch schon, oder? Na, da ist er. Wunderschön, endlich. Und somit zurück zum Auto. Auf die Map. Und dann setzen wir natürlich einen Mark. Jetzt mal natürlich gleich einen Mark Anthony, ne? Oh mein Gott, der war schlecht, oder? Fahren wir auf der Straße, da man nicht jetzt gleich so Leinen herumgurken mit Centenario. Es schaut einfach nur göttlich aus, das Spiel. Teilweise gibt es kleine Grafikbugs, ja, da hat noch einer was gefunden. Sehr gut, servus, grüß dich. Das, ja, na, bin schon ruhig. Schauen wir, was das jetzt ist. Oh. Kein Wunder, dass diese Amerikaner die wollen. Es ist eine Viper. Die ACR, glaube ich. Ja, der Turbo, ja, der hat es ist nahezu unmöglich, die Leistung auf der Straße zu halten. Hier, hilf mir! Such aber einen allein, ich darf nicht, der soll ihm helfen. Ich rufe dich an, wenn er fertig ist. Bitte darum. So, Leute, was machen wir als nächstes? Was haben wir gesagt? Street Racing. So, neu. Wollen wir uns gleich mal anschauen. Packt nur total manchmal so ein bisschen auf normal fahren und nicht nur die ganze Zeit auf Vollgas da durch die Gegend harzen und irgendwo herumfliegen, so wie manchmal das ist. Wird urwitzig teilweise, wenn man einfach herumcruist und dann so tut, das müsste man schauen. Jawohl. Kann man nicht vielleicht gleich mit dem fahren, ne? Ich probiere es gar nicht richtig auszusprechen, weil das wird nur lustig werden. Na, dann nehmen wir schon jemanden, ne? Na, für S1900. Hol ich schnell was, Sekunde. Schauen wir gleich, wie haben wir es sehr erfahren, sehr gut. Nicht mehr. Und auf los geht's los. Das muss ich natürlich nutzen und die schnell runterknipsen, die Autos. Ja, verkehrt. Mal gleich schauen, ob einer dabei ist. Jawohl, zwei, sehr gut. Weil da gibt es Auszeichnungen und das Beste ist halt einfach, wenn man das während der Rennen macht. Weil da findest du die meisten Autos. Na bitte. Super ist das. Und jetzt habt ihr Ruhe vom Knipsen. Jetzt wird gefahren.
Und da sieht man das jetzt schön. Seht ihr das auf der Straße? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Auf Twitch. Wow, das habe ich ja richtig gut gemacht. Dass teilweise so schwarze Linien sind, da wo die Lichter drauf sind, das schaut aus so wie ein Texturfehler, so wie gerieselt. Also das ist ja auch zum Beispiel noch ein Fehler, ja, in einer Grafikbar. Da jetzt auf einmal Hauptsache. Alter Schwede. Das habe ich jetzt nicht gesehen, also das wollte ich eigentlich nicht so. Aber geil, so diese Street Racing Szene, das ist. Hoppala, hoppala. Ich glaube, das werden wir noch mal fahren müssen, ne? Mit Sicherheit. Außer die fahren jetzt einen kompletten Stoß zusammen und ich fahre wieder King. Ja. Der Ford Boomer, genau. Der Gentenario kommt den Ford Boomer nicht hinterher. Porsche lasse ich mir schon eher einreden. Komm, 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 komm. Speed, ich brauche Windschatten. Für was war der Bremser gut jetzt da? Sie haben mich nicht mit einer abbremst. Also bevor ich sei. Vielleicht irgendeiner sagen möchte, dass das geschummelt war. Na! Ich wollte das nicht verwenden jetzt. Aber wir sind eh noch Dritter, wir müssen sowieso noch mal fahren. Servus, grüß dich, Hallöchen. Na, hast du das auch schon? Der Herr Lupe? Sau geil, kann ich da nur sagen. Es ist wirklich leibend. Starten wir gleich mal neu. Grafisch mörderisch, macht zum Fahren Spaß, wenn man es, weiß nicht, ob du das zuerst schon mitgekriegt hast. Negativ. Na, dann mach's positiv, nicht? Na, ist wirklich sehr geil. Lenkung musst du auf Standard stellen, dann hast du nicht so ein unnötig geistesgestörtes Untersteuern, ja? Was halt einfach nur deppert ist. Ja? Das ist nicht nachzuvollziehen. Ja? Wurscht, wie weich man die Achsen dann vorne einstellt, der untersteuert halt auf Gang. Aber so auf Standard-Lenkung ist echt geil zu fahren, ja? Da macht es irre Spaß wieder. Weiß nicht, ob es mit dem Gamepad auch so schlimm ist, mit dem Untersteuern auf Simulation, aber mit Lenkrad. Ja, danke, dass du meinen Schwung mitnimmst. Danke, danke. Schon wieder? Ja, das wirst du nicht schleichen, ein bisschen da von mir. Ah, jetzt wäre ich von hinten angedacht. Na, wart's. Na, wart's. Da richtig am Haken hast. So,
Platz 4 sind wir. Die Korvette mich nicht überholen, weil die hat mir jetzt schon ein paar Mal deppert ausbremst. Ja, schon wieder. Schleicht dich jetzt. Das ist nicht dieser alte Jaguar, der Scheunenfund. Ja. Das ist allein zum Fahren, da muss ich den mal probieren. Ja, die Kurve ein bisschen besser erwischt, ha? Geiles Hartzahl, Servus, grüß dich, das Karl ist auch da. Jawohl! So schaut's aus, meine Damen und Herren. Wie gesagt, ich brauche keinen Racing Simrig, ich gehe selber mit. Wie man sieht, ich lebe das. Jawohl, ich bin trifft aber. So geil, Straßenszene, super geil. Jawohl. Das müssen wir auch mal umstellen, die Emotes. Und vielleicht einmal schauen wegen Kleidung. Spaßeshalber. Ich habe auch Glück gehabt bei einem Wheelspin und habe auch den. Wie heißt der andere Lamborghini? Der Sesto Elemento. Das ist ein gestörtes Wagen. Und. Ja, Wunder. Normalerweise kriege ich die Hupe oder irgend sowas. Da oben war der Wagen gewesen, der Morris. 40.000, ein bisschen Budget zum Tunen. Auch nicht schlecht. Ja, der Klang ist mörderisch. Und wirklich argen Unterschied, was es macht, innen oder außen oder Motorhaube. Das ist teilweise sogar innen die Autos besser, was beim Vierer nicht war. Da waren es prinzipiell von der Ansicht besser. So, wenn wir den gerade habe ein Sesto Elementor nehmen, das ist ein gestörtes Wagen. Da habe ich auch Glück gehabt. Ah, das war Scheunenfund, sorry. Den habe ich Wheelspin bekommen, legendär. Dann schon ein paar Wagen. Wo ist er denn da? Geiles Wagen. Aber ich möchte halt nicht nur mit so extremen Autos fahren, weil den habe ich jetzt schon ein bisschen so auf schwarz-matt und orange glänzend gemacht und vorne die Strafen auf der Motor haben. Schauen wir mal, ob man überhaupt Sicht jetzt im Finstern. Dann eine dezente Linie bei der Tür, das sieht man da jetzt nicht. Da die Strafen habe ich dazu gemacht. Die Felgen habe ich ein bisschen anders gemacht. Auf Carbon-Einlässe, ähnlich wie beim Centenario. Schauen wir gleich, was das nächste Rennen ist. Dann werden wir gleich mit dem hin. Oh, neu. Die sind ja auch geil. Na, gleich hin. Den werden wir aber mit einem anderen Wagen fahren, oder? Sieht geil aus, oder? Wir treten! Und jetzt das eine eh, es hat ja eh da jetzt, als könnte es euch, wenn ihr wollt. Aber bitte nicht. Was soll ich für ein Wagen nehmen? Ich warte fast bei Ärm, ja? Aber das ist halt, artet richtigen Stress aus. Ja. Ich plädiere halt fast auf. Wo ist er denn? Auf Erm wieder, ja. S2, das ist mir zu hektisch. Das ist eine Katastrophe. Ja. Centenario, nehmen wir den wieder.
die sind halt noch nicht hergerichtet. Die ganzen mit irgend so verwortagelte Zahlen. Also keine, ich richte mir meine Wagen immer genau auf A800, S1 900 normalerweise her. Das wollte ich bei dem auch machen. Nur den werde ich sogar noch zurücktunen, weil der ist schon so schwer zu fahren. Ne? Welchen soll ich nehmen oder soll ich nehmen? Ein Lancer Evolution. Geiles Wagen auch. Ne? Saugeilen Sound. Höft's mir doch ein bisschen. Was nehmen wir? Lancer Evolution oder Erm. Den habe ich auch ganz dezent schon was gemacht. Den McLaren. McLaren, Lancer, Centenario. Sagt's was. Der ist ein ziemlicher Heckschleuder. Den habe ich genau, weil der ist, glaube ich, original auf 765 oder irgend sowas. Pass auf, da ihr ja nicht so entschlossen seid, ich nehme jetzt einfach mal Erm, aber er ist schwer zum Fahren. Aber anhören, das ist super. Ich will mal den McLaren nehmen. Oh, nehme ich da gerade gar nicht aus. Nächstes Rennen, Scully, machen wir das. Nehmen wir den McLaren. AMG natürlich. Ja, der ist nicht hergerichtet, den kannst blim zum Fahren. Mit dem Breitbord. Da pfeift der Turbo sich ja gescheit an weg, aha. Ein bisschen, was anderes zum Hakeln mit dem. Aber den sollte ihr vielleicht den Weichen noch mal zurücktunen, glaube ich. Da kommt ein bisschen zu heftig der Arsch. Sieht man, ich bin da fast nur am Sliden, dann wirst du da auf Glatteis fahren. Das wäre sicher in der Außenansicht geil gewesen. Das war ja fast alles im Querdrift. Ja. Schaffe ich nicht. Das hat einfach die Straßenlage. Siehst du, das ist jetzt mal einfach auf der geraden ausgebrochen. Ja. Das mag ich normalerweise gar nicht sowas. So fahren nur die Schütes. Seht ihr, das ist fast nicht fahrbar, das Wagen. Gibt's aber noch angeblich Probleme mit Fanatec ein bisschen, gell? Weil da, liebe Old Fox, ja, schau, das können wir auch knicken. Jawohl! Geil. Entschuldigung, es hat geläutet.
So da. Na, da gibt's, ja, schreiben sie offiziell im Forum, dass die Fanatec-Lenker, da bringt es teilweise in die Cutscenes zum Abstürzen des Spiels. Und den Tommy ist es nur abgeraucht die ganze Zeit, das Spiel. Also. Aber starten werden wir es jetzt nicht, das dann mal fortsetzen, weil dann müssen wir. Aber wir könnten uns einmal den zur Brust nehmen, den Wagen. Oder fahren wir mit dem McLaren. Obwohl der ist auch schwer zum Fahren. Pass auf, das können wir ja mal machen. Machen wir das einmal. Was soll gerade aber? Ich sehe, wie hart das vorne ist. Das wird da untersteuern sein, Mutter sein wahrscheinlich. Dafür bricht man aber sicher das Heck nicht so aus. Und trotzdem, ich sehe, das ist ein bisschen ein Heckschleider. Aus! Warum soll man mit einem Auto abgewinnen, wenn das jetzt da nicht so leibend zum Fahren ist? Man nehmen wir meinen McLaren. Ach, schwarz am Fahren ist. M, aber was da sagt. Ach so, ja, freilich, aber glaube mir, da ist wirklich so schwer zum Fahren. Er ist übertuned, meiner Meinung nach. Ja. Der wieder niedriger war, so auf 8,20 herum, war der leibend zum Fahren. Ja. So, das machen wir jetzt nicht, das machen wir mal das Straßenrennen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel schon eines. Da können wir hinfahren. Und auch die Stadt und die Grafik, es ist, schaut einfach nur geil aus. Ich hätte abbiegen sollen, macht er nichts. Da ist schon halt so, dort, zurück. Da ist irgend so eine Sehenswürdigkeit. Da machen wir mal ein Foto. Weil ich muss nämlich für irgendwas so ein Foto machen von irgendwas. Na, siehst du, Foto von Wandbild von Star 27. Okay, das ist nicht. Na gut. Es war ein Versuch.